Schnell Schiffe bauen hier. Hallo YouTube und Fans der Space RTS Spiele zu einer weiteren Folge von Stellar Warfare. Freunde, jetzt hat's mich erwischt. Das Spiel hat mich gepackt und deswegen gibt's eine weitere Runde des Echtzeit-Strategietitels. Heute möchte ich mit euch an einem Event teilnehmen, was die Entwickler wöchentlich auf ihrem Discord veröffentlichen. Und diese Woche ist es das Wave Defense Event. Das heißt, wir müssen gegen unzählige Gegnerwellen bestehen. Da gibt's so einen kleinen Haken. Denn wir müssen es auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad schaffen, um in das Leaderboard zu kommen. Und wenn wir ganz oben mitspielen, können wir sogar noch eine Kleinigkeit gewinnen. Tja, ich habe mich da schon ein bisschen vorbereitet und ich hoffe, dass ich die erste Welle überlebe. Für mich zählt natürlich die Teilnahme und der Spaß an dem Spiel. So, und deswegen gehen wir mal in den Flotteneditor rein. Das ist ja was ganz Besonderes hier in dem Spiel, denn ihr könnt ja hier eure Schiffe ausstatten und natürlich eure neu gefundenen Blueprints einstellen. Ja, das ist ursprünglich ja das Standardschiff gewesen und ich habe es jetzt umbenannt in die Corvette. Ist auch die Blueprint Corvette und habe ich ausgestattet mit einer Gauss-Kanone. Ist also eben ja die beste Waffe, jedenfalls finde ich, weil sie die meiste DPS aufweist gegen leichte Schiffe. Ja, auf dem Slot 2 habe ich dann die Engalfa. Da habe ich ein neues Design habe ich jetzt hier eingestellt, das habe ich gefunden. Das ist nämlich dieses Design oder die Blueprint Avi Mimus heißt das und die hat die Waffe Wrecker. Die Wrecker ist eine automatische Waffe gegen mittlere Ziele oder gegen mittelgepanzerte Ziele. Und ich habe der hier noch einem Laserschild und einen Schildgenerator verpasst, der Engalfa. Jo, Slot 3 haben wir die Titan Killer, hat sich nicht viel geändert, ist der Blueprint B. Also das Modell B hat aber jetzt die Waffen Torpedo Launcher, die gegen gepanzerte Ziele halt sehr, sehr gut sind. Und hat auch ein Laserschild und einen Schildgenerator. Obwohl ich sagen muss, dass so ein verstärktes Bulkhead, glaube ich, mehr HP bringt als so ein Schildgenerator. Ja, 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 genau. Also wäre hier auf jeden Fall so besser, glaube ich. Da haben wir 5 HP gut gemacht. Können wir mal das Design sichern. Sollten wir mal hier vielleicht auch machen. Dann kriegt es halt anstatt ein Schild eben halt ein bisschen mehr Leben, also 5 HP mehr. Ob wir jetzt nur 25 HP Schild haben oder 30 HP Gesundheit obendrauf, ist klar, 5 HP mehr nehmen wir doch gerne mit. So, die ersten 3 Schiffe übrigens, das sind halt Low-Cost-Schiffe, die kann man relativ schnell produzieren und die sind halt gegen leichte, mittlere und schwere Ziele. Jetzt haben wir hier einen Rocket Launcher, das ist der Blueprint Raider, ausgestattet mit einem Missile Pod und einer Slammer, also Raketen, die sind gut gegen leichte und mittlere Ziele. Ja, ausgestattet mit einem Mammoth Shield, Schildgenerator und einem Laser Shield. Dann haben wir die Argus, das ist der Blueprint oder das Modell Kolonieschiff und ist ein Bomber Carrier. Fragt mich aber bitte nicht, wogegen die Bomber genau gut sind. Ich denke mal gegen Basen, aber ich glaube nicht so gegen Schiffe. Da braucht man, glaube ich, einen Fighter Carrier. Aber nehme ich trotzdem mal mit. Ja, dann haben wir hier ein ganz bekanntes Schiff. Das erinnerte mich so ein bisschen an The Expanse. Deswegen habe ich das genannt Rocinante. Es ist eine Fregatte und ist bestückt mit einer Demolisher, das ist eine automatische Kanone und einen Torpedo-Launcher. Also gegen mittlere und schwere Ziele, hat ein Laserschild an Bord, ein Mammoth-Shield und ein Schildgenerator. Könnte man eventuell auch noch austauschen und ist gut gegen mittlere und schwere Schiffe. Ja, dann haben wir hier ja eigentlich das Standardschiff, das ist ein Cruiser, ein Kreuzer. Schiffname Beamship heißt auch so. Deswegen habe ich also dem Schiff Ionenkanonen gegeben, die halt, das Beamschiff ist halt gegen schwere Schiffe gut, halt komplett gegen schwere Schiffe. Ja, das sollte jedem bekannt sein. Das ist, sieht für mich aus wie die Battlestar Galactica. Das ist die Atma, also jedenfalls das Blueprint heißt Atma. Hat ein sogenanntes gemixtes Loadout, also gegen alles. Ionenkanone gegen schwere Ziele, Plasma Barreler gegen mittlere, Auto-Howitzer gegen mittlere. Hat eine Repressor-Waffe drin, also eine Feuerunterdrückungswaffe.
Und eine Devastator, das ist gegen mittlere Ziele eine Rakete. Ja, das hier ist leider noch nicht ausgewechselt worden. Ich habe hier nur das Modell geändert. Das ist das Modell Manta heißt das. Ist die Annihilator und ist gegen Basen gut. Wird jetzt natürlich in der Wave Defense weniger Sinn machen. Hat also drei Magma-Kanonen, müsste man eventuell noch austauschen. Lasse ich jetzt aber so. Und ganz beliebt, und da muss man erstmal rankommen, das ist der Mega-Launcher. Ist ein Zerstörer, also der Blueprint ist ein Zerstörer, ist ein Raketenträger, der sozusagen gegen leichte, mittlere und schwere Ziele ist. Feuert halt dauerhaft Raketen ab. Und deswegen habe ich hier unten auch eine Reload-Optimization drin gelassen. Ich habe es also nicht ausgewechselt, um ihn halt schneller zu feuern. Ja, das ist halt mein Loadout jetzt, um die Wave Defense zu starten. Ja, wir müssen maximal, das Event schreibt vor, 100. Heißt also, Schwierigkeitsgrad 100 heißt, mehr Schiffe kommen. Die Gesundheit ist 3,33 mal höher und die machen 5 mal mehr Schaden. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, die erste Welle erscheint nach 10 Minuten. Und dann alle 10 Minuten eine neue Welle und Einheitenlimit 150. Gut, dann gehen wir mal rein. Okay, da sind wir. Wir dürfen auch nicht lange trödeln. Wir müssen erstmal gucken, wir sind wieder in der Mitte und ich weiß nicht, woher die kommen werden. Egal, wir bauen erstmal hier. Building. Genau, dann brauchen wir eine Korvette Building. Oder zwei Korvetten und wir bauen halt 5 diese Surveyor. Diese sind ja diese Ingenieurseinheiten. New ship constructed. Damit kann man halt eben diese sogenannten Sabu-Plants oder Sabu-Komplexe oder Sabu-Minen besetzen. New ship constructed. Construction complete. Awaiting your orders. New coordinates entered. New ship constructed. New coordinates entered. Aha, das ist, jetzt habe ich hier die falschen an. New ship constructed. Okay, wir bauen erstmal ein Kraftwerk. Das ist wichtig. New ship constructed. Irgendwie sehr dicht. Dann New ship constructed. Bauen wir hier so. Building. Insufficient metal. Insufficient metal. Gut, also. Wir müssen mal gucken. Da unten ist ein Plant. Gibt 100 Power. Für mich wären die Komplexe halt besser. Da ist eine Mine. Eine Mine. Da ist ein Plant. Construction complete. Hier ist ein Sabo-Komplex. Reporting. Proceeding. Ein Komplex. Mine. Plant. Mine. Ja, Plants haben wir relativ viele. Aber Komplexe nicht. Doch, hier. Da kriegt man Komplexe, ne? Thrust is engaged. Construction complete. So, dann machen wir eins. Hier oben ist noch ein Komplex. Ready. Dann schicken wir hier einen zu einer Mine. Reporting. Ready for und einen zu einem Plant. So. Das muss erstmal genügen. Ein Habitat müssen wir bauen. Cancelled. Also man muss wirklich schnell sein. Ich weiß auch nicht, ob ich das überleben werde. Ich habe nur noch 7 Minuten Zeit und bin noch am Anfang. So. Vielleicht sollten wir nochmal einen Surveyor bauen. Wir müssen mal gucken, was das hier oben, ein Zabu-Komplex. Hier oben gibt es noch einen. Construction complete. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man möglichst schnell alles besetzt hier. Man sieht das übrigens. Alles das, was ich besetzt habe, hat hier so ein gelbes Zeichen. Ready. Gibt es hier noch einen Asteroiden? Da ist noch einer. Ist natürlich etwas weit weg. Und wir brauchen natürlich einen Harvester. Building. New ship constructed. Ah, jetzt sieht man schon hier, wir haben das Problem. New ship constructed. Ich setze mal jetzt hier. Setze mal hier Building. Ziemlich dicht dran. Ein Kraftwerk 400. Also, ich muss irgendwie das so hinkriegen, dass das beides gleichzeitig hochläuft. Energie verbraucht man ja auch durch den Schiffsbau relativ viel. Construction complete. Ein Habitat ist auch noch wichtig.
Building. Insufficient Metal. Wieso? Ich hab doch Metal. Ich hab doch genug Metal. So. Building. Gut, hier müssen wir noch eine Mine bauen. Building. Construction complete. Ja, und hier zwei Harvester noch. Könnte man hier hinschicken. New ship constructed. Mal sehen, ob er jetzt dahin fährt. Ja, ist besser, wenn wir das hier so machen. New ship constructed. Underway. Ready. Construction complete. Moving. So, und den schicken wir mal gleich weiter hier zu diesem Komplex. Oder wo war das hier? Hier, zu diesem Komplex schicken wir ihn weiter, genau. So, das muss erstmal jetzt genügen. Ship reporting. New coordinates entered. Forschung haben wir jetzt auch. Construction complete. Was haben wir denn hier noch? Das wären Support Structures. Ja, eine Support Structure wäre gut. 5 Minuten noch, vielleicht könnten wir eine Schiffswerft bauen, dann könnten wir unsere Schiffe reparieren halt. So, eine Repair Station. Not enough power. Not enough power. Ja, not enough power. Passiert nun mal halt, ne? Hier. Building. Wie viel fehlt uns? Aha, wir brauchen hier diese Storage Facilities brauchen wir noch. Not enough power. Not enough power. Brauchen wir 900, das habe ich gar nicht. Ich brauche das für andere Sachen hier. Hier brauchen wir 1400 von 1400. Und in 4 Minuten kommen die Schiffe schon. Wie sollen das bitte gehen? Construction complete. So. Hab das mal gleich hier geupgradet. Ich hoffe mal, das sollte gehen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir brauchen noch einmal eine Storage Facility und noch ein Habitat, damit wir hier ein bisschen noch ein paar Schiffe mehr bauen können. Awaiting orders. Moving. So, was haben wir hier? Die Schiffswerft, genau. Ja, man weiß halt nicht. Building. Ich setze das mal direkt davor. Mal gucken, ob es... Construction complete. Keine Ahnung, Freunde, ob das hier was wird. Building. Ich baue mal hier noch so ein Fortress. Not enough power. Not enough power. Not enough power. Ja, wie viel denn noch hier? So, hier, überall. Building. Construction complete. So, wie viel haben wir noch? 3 Minuten. Wir müssen mal anfangen, Schiffe zu bauen hier, ne? So ein Beamship vielleicht, eine Rocinante. Puh, ja, was kostet mich das? 500, 500? Bauen wir mal ein Beamship. Construction complete. Was brauchen wir denn hierfür? Für eine Autokanone auf der Schiffsyard? Also. New ship constructed. Oh, das ist quasi ein Beamship, ja. Bauen wir noch eins. Not enough power. Construction complete. Ja, das ist gegen schwere Schiffe. Jetzt brauchen wir noch irgendwas gegen mittlere und leichte Schiffe. New ship constructed. Na, hier, das ist, ich glaube, wir bauen mal hier. Gegen leichte Schiffe. New ship constructed. 100, 100. New ship constructed. New ship constructed. Ich lasse das mal so hier. Ship reporting. Yeah. New ship constructed. Not enough power. Ja, die brauchen ja mal 500. Mal sehen, was brauchen wir hier? 150. Ja, dann baue ich hier halt so eine Türme hin. New ship constructed. Building. Not enough power. Hier könnte man noch einen Fighter-Hangar bauen. New ship constructed. Okay. Not enough power. New ship constructed. Building. Yes, Admiral. Ja, energietechnisch. New ship construction complete. Und jetzt würde ich lachen, die kommen nicht von vorne, sondern die kommen von der Seite. Na, das wäre es. New ship constructed. Ship reporting. New ship constructed. Yes, Admiral. Das wird nichts, Freunde.
Das wird definitiv nichts. New ship constructed. Wir spielen hier höchsten Schwierigkeitsgrad. New ship construction complete. Ja, also Eisen habe ich genug. Nur Energie. New ship constructed. Reporting. New ship constructed. Eine Minute noch. Not enough power. Not enough ship constructed. Building. 200 kostet hier. Gibt's hier irgendwas, was uns? New ship constructed. Not enough power. Repeller müsste man mal testen. New ship constructed. Building. So, ich mach mal alles hier. Not enough power. Not enough power. Schiffe noch bauen. Hier noch ein Beamship oder eine Rocinante. Oh, die kostet aber auch viel. Construction complete. What? Die werden mich so zerreißen, Leute. Die werden mich so zerreißen. New ship constructed. Awaiting your orders. Keine Ahnung hier. Not enough power. Photon-Launcher hier. Building. Was ist das? Eine Smart Cannon? Hier gibt es aber auch wirklich so viele Sachen. Eine Missile-Plattform. Not Building. Enough power. Ja, genau. Not enough power. Detected. Ja, das habe ich mir gedacht. Die kommen nämlich direkt. Nee, die kommen von vorne. Das ist schon mal ganz gut. Heißt, Construction noch, ship noch ein Schiff not bauen. Enough hier. Power. Yes, Admiral. Ship under attack. Ja, das sollen sie mal machen. Not enough power. Not enough, not enough power. Not enough power. Das haben wir jetzt auch aktiviert, eine Kanone. Awaiting orders. Beamships. Ah, okay. Ja, aber das bringt ja mal gar nichts. Das bringt ja mal gar nichts hier. Schaut mal an. Da kommt irgendwie ein komisches Ding hier. Oh, jetzt wird's aber bitter hier. Jetzt schießt alles. Our base is under enough power. Awaiting your orders. Ich zieh mal mich ein bisschen zurück. Awaiting your orders. Moving. Lass noch mal die Verteidigung feuern, mal sehen. Ship under attack. Photonen. New constructed. Power. Oh Mann, kann ich hier irgendwas anderes bauen? Auch hier, ja, hier. Yeah. Ah, die Schiffswerft ist schon leicht. Wow, wow, wow. Action complete. Mal hier nach hinten ziehen. Ah, die erste. Okay. Komm schon. Count Bird Base is under attack. Waiting order. Force confirmed. Ah, da ist noch einer kaputt. Not enough. Wow, 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 wow. Nochmal. Alter Schwede, das geht doch gar nicht. Waiting orders. Schnelle Schiffe bauen hier. Ship under attack. New ship construction complete. Ship reporting. Ja, das ist doch gar nicht möglich. Shifting. Gleich hier noch. Not enough power. Not enough power. Ah, Photon-Launcher hier, komm. Noch mehr Photon-Launcher. Build here. Ship reporting. Moving. New ship constructed. Awaiting orders. Boarding to new location. Wow, wow, wow. Attacking. New ship constructed. Da feuert irgendwas mit Schnellfeuer. New ship constructed. Not enough power. Construction complete. Build. Not enough constructed. Not enough power. Not enough power. Gibt's denn irgendwas? Not enough power. Ich glaube. New ship constructed. Confirmed. Awaiting orders. New court. Shifting. Hier ist auch noch eins. Yes, Admiral. Wie sieht's denn aus hier? Moving. Reporting to new location. Photon-Launcher. Not enough power. Under attack. Yes, Admiral. Okay, ich hab verloren. Ich hab verloren. Die erste Welle, nicht mal überlebt. Leute, wie krass ist das denn bitte? Wie krass ist das denn?
Ja, was soll ich sagen halt? Also, wenn euch das Event interessiert und ihr seid einfach mal ein flotten Commander und meint, ihr schafft das, dass ihr mindestens 1-2 Wellen überlebt, nicht so wie ich, jo, dann geht doch mal ins Discord, erkundigt euch dort über das aktuelle Event und macht einfach mit. Den Link findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge, im nächsten Gameplay, im nächsten Stream oder ja, im nächsten Angespielt. In dem Sinne, tschüss.